Vollgas durch. Bis du dann merkst, oh Scheiße, sie macht dicht. Es hat noch viel auf so Landstraßen, so dass meins ja, kann sie easy peasy durchrasen und dann macht sie halt zu. Also die Kurve. So, Autobahn, das ist schon eher mein Revier. Ich muss immer die Map im Auge behalten, weil wir irgendwann dann mal noch abbiegen müssen. Sorry, Bro. Au. Oh, den hat's zerlegt. Ja, das habe ich gemeint. Weil eben, ich dachte, da kann ich... Komme ich easy peasy vorbei und dann steht da plötzlich so ein Hasenfuß und denkt sich, nö. Kollege, hast du irgendwie was an deinem Auto verändert, dass du jetzt plötzlich so schnell bist? Geh wieder nach hinten auf deinen Platz, wo du hingehörst. Jetzt will ich eigentlich nirgends mehr reinfahren, weil ich will eigentlich die 5 Sterne doch gern bekommen. Und die Strecke ist halt auch so übelst lang, ne? Das war's mit 5 Sternen. Weil hier auch, hier denke ich, ja, easy peasy durchfahren. Und ne, erstens kommt da ein Auto entgegen. Und zweitens macht die Kurve zu. Ja, genau. Fahr halt dann los, wenn ich gerade reindriften will. Ich krieg's nicht geschissen, wa? Er hat auch schon Nebelscheinwerfer im Arsch. Jungchen, mach Platz! So gefangen. Komm höher, zieh. Ich war übrigens dieses Wochenende bei einem Kumpel, oder bei meinem besten Kumpel, und der hat auf Weihnachten mit seinem Bruder zusammen sich eine PS3 gegönnt mit GTA 5. Und da habe ich halt das Wochenende das erste Mal GTA 5 zocken dürfen. Und ich muss sagen, alter Schwede, ist das Game geil. Oh, 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 oh. Ist wirklich geil. Also, ich sehne mich mehr denn je nach einer PC-Version dieses absolut geilen Spiels. Man hat so unbegrenzte Möglichkeiten. Ich bin zwar die halbe Zeit, was ich gespielt habe, nur irgendwie rumgefahren und habe Autos getunt und die dann wieder geschrottet. Bin in Mount Chiliad hoch und runter gefahren und durch Sumpfgebiet durchgefahren mit so einem SUV. Also ich habe mir so einen G-Klasse-Verschnitt halt aufgemöbelt. Bin mit dem dann in Mount Chiliad hoch und runter gebrezelt und durch Sumpfgebiet auch durch das Wasser gefahren. Ja, das geht. Wenn man da ein bisschen mit Schwung reinfährt, kommt man eigentlich durch das Sumpfgebiet durch mit der Karre. Aber es geht halt, so viel ich weiß, nur mit, oder viel ich ausprobiert habe, nur mit dem. Ich habe ein paar SUVs ausprobiert, um da durchzukommen, und der war wirklich der einzige, wo man wirklich komplett durchkam. Also auch bei der tiefsten Stelle, wo ich mir gedacht habe, nee, wird nicht passen, ist er durchgekommen. Und ja, wirklich ein cooles Spiel. Vor allem mit einer, ach du Scheiße, mit einer riesigen Map. Ich bin halt so 20 Minuten auf einem Highway einfach mal gefahren und ich war in der Wüste. Einfach mal losgefahren mit einem, ja, einigermaßen sportlichen Auto. Wollte einfach mal ein bisschen Map erkunden, und nach 20 Minuten über den Highway
Brezeln habe ich mir dann gedacht, ne, jetzt ist gut. Vor allem, ich finde, sie sollten beim nächsten GTA, soll ja anscheinend auch das letzte GTA dann sein, sollen sie nochmal so richtig auf Real Life machen halt, dass man, dass halt die Autos auch tanken müssen und alles. Hallo Seemann, du bist ja wie cool. Ein Honigkuchen fährt. Hab dem Typen auch gerade den Wagen abgeluchst. Na Glückwunsch, ich fürchte nur, wir haben keine Zeit für eine Spritztour. Los, wir müssen wieder an die Arbeit. Ich fahre meine neue Karre zum Revier. Du nimmst unseren Wagen. Ist euch schon mal aufgefallen, was da auf der Garage steht? Rum. Warte. Nehmen wir doch mal die Karre. Probieren Sie nicht direkt zu schrotten und fahren Sie zum Revier. Sag mal, Ben, das ist doch merkwürdig. Da versuchst du jedes Kilo aus so einer Kiste raus zu optimieren. Und da kommt so ein Schnösel und packt sogar noch welches drauf. Die gesamte Karosserie dieses Wagens ist von vorn bis hinten verstärkt. Ja, klingt sehr seltsam. Also so viel Arbeit, wie der in die Verstärkung investiert hat, will er die Kiste bestimmt wieder haben. Ja, sieh mir, dann lass doch den armen Kerl beim nächsten Duell gewinnen. Erst kann sich Hartmut in der KTU den Wagen mal genauer ansehen. Dann kann Hartmut ihn ja auch gleich verdrahten. Gute Idee. Irgendwas ist auf jeden Fall faul. Ja, Driften konnte ich noch nicht ausprobieren, ob er das auch kann. Ja, also ich freue mich riesig, dass würde mich riesig über eine PC-Version von GTA 5 freuen. Es gibt ja Gerüchte, also dass es mein Spieleportal zum Beispiel, wo ich jetzt immer schaue, sagt beispielsweise ja auch September dieses Jahr. Andere sagen, es ist also März. Andere sagen Mai. Laut einem Amazon-Mitarbeiter soll es ja im Mai kommen. Ich habe aber gelesen, dass eigentlich die PC-Version nicht mehr so weit entfernt sein sollte, wie sich viele denken. Das natürlich geil wäre, weil dann wird es kurz vor meinem Geburtstag im März rauskommen. Und das wird dann heißen, Geburtstag richtig fett. GTA zocken. Gut, Unruhestifter. Was erwartet uns da? Wir nehmen den Grand Sport Polizei. Alter! Krieg ich meine 50 Frames wieder? Danke. Cobra 11, bitte kommen. Es ist eine Bombendrohung eingegangen. Überall in der Stadt gehen im Ab... Was zum... Hä? Den checke ich jetzt nicht. Egal. Es ist eine Bombendrohung eingegangen. Ich würde sagen, wir müssen jetzt die Bomben entschärfen, würde ich mal schätzen. Also, ich denke, man wird nichts anderes machen mit Bomben. Außer die zu entschärfen. Ist jetzt halt übel unpraktisch, dass ich so einen tiefliegenden Wagen genommen habe. So ein... Alligator wird sich halt in einer Stadt, wo wir halt wirklich über Bürgersteig und alles fahren, wirklich besser machen. Aber hey, wir haben jetzt den genommen. Wenigstens ist er schnell. Und das ist das A und O beim Bombenentschärfen. Die Bombe hier geht nicht mehr hoch. Und zudem können wir mit dem die Sirene nutzen, weil es ein Polizeiauto ist. Dann machen die Leute eigentlich mehr Platz, außer der Kollege dachte sich, nö, für die Bullerei nicht. Und sieht wirklich gut an, also jetzt hier... Ich meine, der sechste Gang ist noch nicht ausgedreht. Schaffen wir 300? Ja, wir haben die 300er Marke. Oh, das war zu schnell. Zurücksetzen. Das waren aber noch nicht alle. So. Steht hier der Wagen. Ach, da vorne rechts. Zur nächsten Bombe.
So, komm, zieh an. Macht Platz. Pizza Service. Hier müsste ich rein. Das war ein ganz dummer Dreher, den wir direkt noch einen weiteren hinterher setzen. Ach komm schon, ich will die 5 Sterne. Ja, wobei, ich glaube, das habe ich jetzt versemmelt. Ja, wobei... Ich komme mir vor wie bei einer Schnitzeljagd. Nee. 5 Sterne, yes. Zieh! Ja, Schnitzeljagd wäre nur ohne Bombe. Wir haben das Fernlicht gar nicht eingeschaltet gehabt. Aber der letzte ist immer das schwerste. Nee, der hier ist das schwerste. Komm! Wir haben nur den Golf weggeräumt. Das interessiert keinen. Das waren aber noch nicht alle. Zieh! Komm! Zieh! Opa! Dummes Schild, geh weg. Wir haben ungebetenen Gast, jetzt ist er weg. Ja, der letzte Punkt ist das schwerste. Wieso, seht ihr gleich? Deshalb. Zentrale von Nummer 11, waren das wirklich alle? Bestätigt. Ihr habt es geschafft. Na, ein Glück. Fast hätten wir trotzdem noch die 5 Sterne bekommen, aber wir haben die 5 Sterne insgesamt gekriegt. Das war schon mal etwas. Hey, Simir, siehst du den Typen da vorn? Meinst du auch, der könnte was Hallo? Mit der Bombe zu tun haben? Ja, und ich meine auch, den habe ich auf den Fotos in der Liste der Autonomen gesehen. Dann finden wir es mal raus. Er fährt los. Verfolgen wir ihn. Ganz unauffällig in einem angeschriebenen Polizei-Porsche. Und wie man es ja von Porsche gewöhnt ist, sind die ganz leise. Also überhaupt nicht. Außer wir hätten diesen Hybrid-Panamera. Sowieso das Dümmste, was Porsche sich hier ausgedacht hat. Ja, wobei, eigentlich ist es nicht mehr so schlecht. Oder den... Ja. Da können wir neu starten. Hey, Simir, siehst du den Typ? Oder sie haben jetzt halt so einen Supersportwagen entwickelt, ne? Der hat auch Elektromotoren drin. Was mich bei Elektroautos persönlich halt einfach stört, ist der Motorsound. Motorsound ist einfach weg. Nicht vorhanden. Und das ist das, was mich halt übelst ankotzt. Man, einfach zu viel Power an die Hinterachse. Es gibt ja auch einen SLS E-Drive, glaube ich, von Mercedes. Das ist auch so ein SLS-Ding mit irgendwie 500-600 PS, nur Elektro. Das Ding marschiert vorwärts wie ein ganz normaler Benziner, aber eben halt vollkommen ohne Motorsound, weil hört euch mal das hier an. Stellt euch Autofahren ohne das hier vor, ohne den Motorsound. Dreht eure Boxen mal ganz leise oder aus und guckt einfach mal weiter hinzu, wie es ist beim Fahren. Ist nicht mehr das Gleiche. Also wenn du mich fragst, dann trifft er sich gerade mit seinem Boss. Ach, und jetzt kann ich immer auffahren, wie ich lustig bin. Dann bleiben wir mal dran. Wenigstens haben wir jetzt ein ebenbürtiges Auto, wenn uns die Leute nicht vornherein semmeln. Du wirst mich nicht los. Du wirst mich nicht los, Kollege. Mich nicht. Nein, nein. Wow. So, zieh an. Komm. Da ist noch ein ICE. ICE.
N. So. Oder ICE. Keine Ahnung, wie es bei euch in Deutschland heißt. Bei uns heißt es ICN. Intercity Neigezug. Ich glaube, in Deutschland heißt es ICE. Nicht? Ich habe gemeint, aber schreibt es mir in die Kommentare, wie die Züge bei euch heißen. Apropos Züge, ich fahre ab und zu mal, also genau genommen einmal im Monat mit der Deutschen Bahn, nicht in Deutschland, weil wir haben hier in der Schweiz auch einen Zug der Deutschen Bahn. Der Zug von Zürich nach München. Und ja, den nehme ich ab einmal im Monat. Sag mal, was soll denn das? Ich glaube, der will was von uns. Wer sind Sie? Tut nichts zur Sache. Ich will euch nur einen kleinen Tipp geben. Haltet die nächsten Tage den Ball flach. Fahrt ein bisschen durch die Gegend und kneift mal ein Auge zu. Wäre eure Gesundheit zuträglich. Denn ich glaube, der wollte uns drohen. Das Gefühl habe ich auch. Fühlst du dich bedroht? Nö. Lass uns dranbleiben. Ja, also ich bin halt ab und zu mal mit der DB, der Deutschen Bahn, unterwegs. Mit dem Zug von Zürich nach München. Weil wegen Arbeit und so halt muss ich einmal im Monat weg. Also weiter weg. Immer noch in der Schweiz, aber ein bisschen weiter wegfahren. Und ja, also ich muss sagen, holla, der zieht weg. Ja, also ich muss sagen, das Zugpersonal von der Deutschen Bahn macht auf mich einen sympathischeren Eindruck als das von der SBB, also von der Schweizerischen Bundesbahn und unserer verliebten, verhassten, dummen Bahn. Waren einfach viel freundlicher, weil bei uns, ja, kommst du am Morgen in den Zug rein, Fahrkartenkontrolle, und wehe, du hast sie nicht dabei, ne? Dann, es kackt sie nicht mehr an, dass du kein... Ach du liebe Zeit. Weg hier, schnell! Mach. Gegen die kommen wir nie an. Zentrale für Cobra 11 brauchen dringend Verstärkung, hallo? Hallo Zentrale, verdammt nochmal! Es geht ihnen nicht mal oft darum, dass ihr keine dabei habt, sondern weil sie den Aufwand haben, wenn du nichts dabei hast. Und ja. Das ist, also ich hab ja immer mein Dingens dabei, puh, aber... Da haben wir uns wohl bei jemandem unbeliebt gemacht. Ich lass die mal quatschen. Meinst du auch, dass das der Typ sein muss, der die Autonomen ausrüstet und zu den Anschlägen anstachelt? Sehr wahrscheinlich. Ich frag mich schon, warum der seine Finger da drin hat. Vielleicht erfahren wir was auf dem Revier. Genau, und ich muss sagen, also die Deutsche Bahn, die Mitarbeiter waren noch nie grummelig am Morgen. Weil ich fahre immer so morgens um 7 Uhr mit dem Zug. Die waren noch nie irgendwie schlecht drauf oder so. Alle immer freundlich. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr so für Erfahrungen mit der Bahn gemacht habt? Okay, wir haben Tag 4 jetzt frei. Schon eine Weile aufgenommen. Und wir haben noch ein paar Autos, die wir uns holen müssten. Darum würde ich sagen, nehmen wir den Grand Sport Polizei. Gut. Und wir suchen mal auf der Map nach Fahrzeugen, die wir verfolgen können. Da ist mal einer, da ist einer. Und auf dem Highway ist einer. Ich würde sagen, der hier kommt bestimmt hier hochgebrezelt. Also umdrehen und dann ins in Hafengebiet. Aber bitte mit Blaulicht. So. Ich habe ja letztens mal in einem Infovideo gesagt, ich würde mir mal ein neues Mikrofon zutun. Das wollte ich auch, beziehungsweise hab ich auch, nur, ja, es ist ein, opa, sorry, Bro, es ist ein Turtle Beach, Mikrofon, das X12, Earforce X12, was eigentlich für Xbox 360 und PC wäre. Ich krieg's nicht gebacken, das Ding am PC anzuschließen. Ich höre mich immer doppelt und ich kann das nicht ausstellen. Was mich halt übelst...